Wir gehen rein, komm. Öffnen auch gerade die Kronentruhe schnell. Die haben wahrscheinlich eher nichts drauf. Oh mein Gott, nein! Hey Leute, wir sind heute wieder auf dem Pay-to-Win-Account. War ja ein bisschen Pause die letzten Tage. Das lag eben zum einen daran, dass wir kein Angebot bekommen haben. Zum anderen lag es eben auch daran, dass eben viel mit dem Update eben war. Und ihr seht, das Budget füllt sich beim Pay-to-Win-Account ja immer um 10 Euro auf jeden Tag. Sprich, wir haben jetzt wieder 200 Euro, die wir insgesamt ausgeben können. Da warte ich vor allem eben auch zu Ostern auf verdammt viele Angebote hoffentlich. Und wir haben heute schon mal das allererste Osterangebot. Ja, legendäre Königstruhe mit 75.000 Gold und diesem tollen exklusiven Emote für gerade mal 11 Euro werden wir uns holen und werden dann auch eben versuchen, in der Arena auf einen neuen Rekord zu pushen. Wie immer, viel Spaß mit den Highlights. Okay, Kauf war erfolgreich, los geht's. Wir kommen zur legendären Königstruhe. Ich brauche halt vor allem irgendwas mit dem Golem-Deck. Mal schauen. Los geht's. 4.300 Gold, was bekommen wir? Feuergeist oder Bomber ist jetzt nicht die beste Auswahl. Ah, wir können auch, stimmt, total vergessen, wir können ein riesen Upgrade machen. Wir können auch noch total viel upgraden, stimmt. Total vergessen, wir können extrem viel upgraden gleich noch, stimmt. Machen wir erstmal Bogenschützen gerade hier hoch. Eigentlich eher Elektrotrache. Wir hätten es auch einer leider. Musketieren, haben wir Level 10. Ja, okay. Ist klar, ne? Was bekommen wir? Also mein Hals ist gerade. Ich würde eher eine Funky freischalten, sorry. Okay, da würde ich sagen, ihr wolltet ja die Upgrades drin haben, deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt, was wir jetzt eben alles upgraden können. Das sollte eben eine ganze Menge sein. Gerade mal schnell hier nach Leveln sortieren und wir werden einiges upgraden können. Wir haben schon länger nichts mehr geupgradet, jetzt können wir schauen, was wir jetzt alles hochmachen können. So, los. Los geht's, würde ich sagen. Erdbeben. 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 Ah, schon mal nicht übel. Kriegen wir halt verdammt viele Erfahrungspunkte insgesamt dazu. Kriegen jetzt auch den Eis auf Level 6, Level 7 und ich glaube Level 8 direkt. Ist auch nicht übel. Alter, wie viele Erfahrungspunkte bekommen wir? Also wir hatten jetzt wie viel Gold? 440.000 ungefähr. Wie viel Gold kriegen wir jetzt insgesamt aus? Oh mein Gott, das wird richtig heftig werden. Kann auch schon mal screenshotten. Oh. Ups. Das war so nicht geplant. Das kommt einfach, wenn man screenshotten möchte jetzt. So, Inferno-Turm. Boah, Alter, wie viel können wir upgraden? Ah, wir haben dieses eine riesen Opening gemacht, seitdem nicht geupgradet. Oh mein Gott, wie viele Erfahrungspunkte bekommen wir jetzt? Wir haben seit Ewigkeiten nicht geupgradet. Wir hatten, glaube ich, nur 300 oder so. Letztes Jahr noch. Das ist echt nicht übel. Also wir werden jetzt halt wirklich alles upgraden, damit wir eben die Erfahrungspunkte bekommen. Das lohnt sich jetzt wirklich extrem. Riesenskelett. Elite Barbaren. Alles gut. Valkyrie. Kanonenkarre. Mambo. Bombenturm. Magier. Ja, sind schon mal über 1000 Erfahrungspunkte. Also wir haben ja gerade mal 30.000 Gold ausgegeben. Ist ja sehr lächerlich. Etwas nichts. Sperrgebäude hoch. Auf Level 8. Was haben wir noch? Riesenskelett auf Level 9. Auch nicht schlecht. Hunter. Ne, Musketieren Level 10. Das ist auch nice. Musketieren Level 10. Was hatten wir noch? Hunter, genau. Kriegen wir auch auf Level 10. Auch nicht schlecht. Und Tunnelgräber. Noch auf Level 10. Das bedeutet, wir haben jetzt insgesamt über 3000 Erfahrungspunkte bekommen und 80.000 Gold ausgegeben. 80.000 Gold ist auf jeden Fall auch nicht übel, denke ich. Dann würde ich sagen, unser Pokalrekord liegt bisher bei 4.321. Mit einem Match hätten wir den schon und jetzt wollen wir eben schauen, wie viel höher wir damit noch pushen können. Gerade mal schauen, wir sehen jetzt, das war ein Pokalrekord, nee, nicht ganz, war kein Pokalrekord, aber gerade mal schauen, genau. Die Belohnung 4.525 wäre eben eine legendäre Truhe wieder. 4.375, also zwei Kämpfe ungefähr, würden wir schon mal 2.000 Gold kriegen. Also da kann man mit dem Trophäenpfad schon mal ganz gut arbeiten, denke ich. So, Level 10 gegen Level 10, krass. Wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir es. Dann haben wir schon mal den neuen Pokalrekord geschafft. Gegner hat Level 11 Hex, ist in Ordnung. Aber krass auf der Trophäenhöhe auch gegen anderen Level 10er zu spielen. Treff eher Level 12er oder sowas, oder Level 13 hätte ich auch schon gehabt. Ich würde nicht so früh einen Golem bringen, lieber einen Holzfäller, denke ich.
Ich bin aber Kyro, okay, ist in Ordnung. Hat er nach hinten gespielt, ist gut für mich. Das sollte klar gehen, okay. Hex, ja. Hexe, Baby drauf nach hinten. Ja, der Holzfäller macht das gut. Oh, das ist gut für mich. Was? Hä? Und so jemand ist so. Wieso ist ein Level 10er? Ich verstehe es nicht. Und der ist auf derselben Trophäenhöhe. Er spielt einfach noch eine Valkyrie rein. Gespiegelt. 5 Elixier verschwendet. Was? Er hat vielleicht nichts. Kann auch sein, aber. Er hat wahrscheinlich nichts, ne? Oh. Sau komisch irgendwie, hä? Wie? Hä? Der ist doch nicht. Der ist auf meiner Trophäenhöhe? Der ist auch Level 10. Ich check's gerade gar nicht. Weil er spielt halt echt nicht gut. Also, er spielt wirklich nicht gut und. Das ist komisch gerade. Was ist denn noch dann? Vielleicht ein Inferno-Drachen oder so oder Lakaienhaude. Das ist sau seltsam. Wenn er das jetzt nicht deffen kann, dann haben wir den. Dann haben wir den Pokal-Rekord. Geschafft schon. Ich warte ab. Hä? Der ist gar nicht gut gelevelt vor allem. Also die Level gehen halt voll klar, ne? Holz ist OP. Richtig schönes Holz. Trifft fast die Kobolde, Digga. Holzfäller kommt auch nach und wir führen 1-0. Wir führen 1-0. Ja. Sehr schön. Was ist das für ein Gegner? Er ist Level 10, aber irgendwie. Wir sind Level eines 12ers. Nee, eigentlich nicht. Also ich finde die Levels sind ungefähr so wie unsere. Deswegen. Ich check's irgendwie gerade gar nicht. Ich bin sau komisch, wie er spielt. Oder was für Level er auch spielt. Seltsam, okay. Nee, ich bring Golem nach hinten. Ja, war besser. Aggressiv wäre ein Fehler gewesen. Jetzt aufpassen. Ja, genau deswegen. Oh, nicht schlecht von ihm. Bomber. Sehr. Er hat noch einen Wutzauber drauf. Er spielt einfach. Was? Er spielt einfach Elite-Barbaren Wutzauber. Oh mein Gott. Es gibt noch ein bisschen Schaden, aber ist in Ordnung, oder? Ja, geht in Ordnung. Das ist saukomisch. Er spielt einfach Elite-Barbaren Wutzauber. Aber er ist halt echt hoch für ein Level 10er. Ich check's gerade gar nicht. Poison drauf. Ja, das sollten wir haben. Jetzt noch ein Holzfäller nachschieben. War jetzt nicht so gut wegen der Hexe. Wegen der Hexe, sag ich schon. Wegen. Der Valkyrie. Oh mein Gott, das Holz ist gut, glaube ich. Ja. Nächste Valkyrie gespiegelt. Und jetzt sollten wir ihn eigentlich haben. Bring jetzt hier eine Hexe hin. Ja, genau deswegen. Sehr, sehr schön. Babytoppen. Haben wir. Wutzauber kommt, ist völlig egal. Bring noch eine Skami rein. Und das ist der Pokalrekord. Das ist der Pokalrekord auf dem Pay-to-Win-Account. 4350, glaube ich. Wäre halt geil, wenn wir noch gegen Richtung 4400 angreifen könnten. Das wäre halt wichtig. Mal schauen. 4344 weiter. Zwei Truhen noch, wäre wichtig. Zwei Siege im Optimalfall, dann hätten wir die 4400. Das wäre halt geil. Wir schauen. Wieder ein Level 10er. Mammut. Danke an Axel F. Special. Seit 7 Monaten gesubbt schon. Vielen Dank. Danke an Axel, wie gesagt, für den 7. Resub. Ich glaube, ich bringe hier echt einen Golem. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Also mit dem Bibitrachen laufe ich auch rein. In den Magier, deswegen. Oh, schwer. Was machen wir? Ich warte ab und bring gleich einen Holzfäller, ne? Am besten. Das war, glaube ich, ein Fehler von mir. Ah, schwierig. Gut, die Nachthexe war jetzt auch nicht optimal. Die wird auch direkt wegsterben natürlich. Und wir können jetzt hier natürlich auch sofort einen Babytrachen bringen. Aber was heißt sofort? Der kommt halt zu spät, ne? Deswegen lassen wir es lieber, weil er sowieso zu spät kommt und bringen die Hexe nach hinten. Es sieht immer noch gut für uns aus. Weil jetzt haben wir Backup und die Mini-Golem ist über... Ah. Kriegt die Hexe das hin? Da ist auch Todesschaden dran gewesen. Ich glaube, es geht sogar, ne? Ich gehe mal voll rein. Hat wenig Elixier. Wir sollten jetzt den Turm kriegen können. Ja, wir haben einen riesigen Push. Feuerball war bei uns auch extrem stark. Und trotzdem soll es reichen, oder? Skelette? Babytrache. Babytrache? 2 jetzt noch oder so. 3? Es reicht nicht ganz, aber es ist halt auch... Es ist Poison-Reichweite, also Gift-Zauber-Reichweite. Was auch extrem entscheidend ist, okay. Was machen wir? Ich würde sagen, wir kriegen eigentlich den nächsten Golem einfach, ne? Und zwar dieses Mal hier auf die linke Seite. Ja. Okay. Also Nachtex ist... Oh, okay. Level 9... Oh, Level 9 Ofen. Krass. Ah, der... Ja, einer Feuergeist. War dran sogar. Oh, mies. Wir bringen hier ein Holz in dem Fall sogar. Wir treffen auch den Mega-Retter und vor allem kriegen wir den Turm damit auch in Holzreichweite. Was extrem entscheidend sein kann. Jetzt können wir abwarten und Hexe hinten dran bringen. Ja, immer noch. Lohnt sich immer noch, denke ich. Hoffentlich. Mal schauen. Ja, doch, auf jeden Fall. Die Hexe ist am Turm dran. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Die Hexe macht Flächenschaden. Wir haben sogar die Minion-Horde predicten können. Sehr schön. Okay. Entfernungstreffer hier. Sau seltsam, was er spielt.
Abwarten, Holzfäller bringen. Ja, jetzt können wir reingehen. Jetzt können wir einfach reingehen. Jetzt können wir hier reingehen und am besten hier noch eine Skami bringen. Ja, das haben wir, das haben wir. Das sollten wir eigentlich haben. Skami rein. Holzfäller am Turm, das ist auch ein Wutzauber, das ist relativ egal. Und wir kriegen, glaube ich, sogar den Turm einigermaßen gedefft, was aber relativ irrelevant ist. Wobei, wir machen es noch mal schnell. Kriegen wir es gedefft? Ne, kriegen wir nicht. Das Holz war schlecht, egal. 17 Sekunden. Das Holz war nochmal übel schlecht, aber eigentlich, was wir da machen. 10 Sekunden. Ne, das haben wir. Häusen hier drauf. Nächster Pokal gekraut. Ein Sieg noch für die 4400. Ein Sieg hätten wir 4400. Ey, der Gegner war ein Level 10er, der Golem, Megaritter und Pekka gespielt hat. Also, das ist doch, da müssen wir doch noch mal Siege holen. Okay, also ein Sieg geht noch, würde ich sagen. Ein Sieg sollte noch gehen. Und jetzt gewinnen, hätten wir die 4400 und hätten eben noch die 2000 Gold für den Trophäenpfad natürlich. Also mal schauen, los geht's. Bartas. Was spielt er? Wir cyclen Holz erstmal durch. Ah, schwierig, Babytron. Babytron. Ah, zu spät, egal. Reicht das, reicht das, reicht das. Ah. Oh, was? So lächerlich, ne? Der war Level 11 eigentlich nur. Es geht sogar, aber es gibt's gar nicht. Der Turm ist halt nur Level 10. Der Babytroche auch, aber es kippt's doch nicht. Wir haben mitbekommen. Es ist echt, ich fasse es gerade nicht. Also. Geht jetzt trotzdem rein. Er hat keinen Ballon mehr und vor allem haben wir eine Skami, wenn er vielleicht irgendwas auf dem Boden zu pushen hätte. Okay, brauchen wir Level 12 erstmal. Oh Mann. Okay, okay. Riesenskelett Level 12 und Bombe auch Level 12. Die Level sind schon heftig. Es sind zwei Level über uns sogar. Obwohl er Level 10er auch ist. Oh mein Gott, nein. Was will ich machen, ne? Ich habe ja gar nichts gegen den Inferno-Turm. Das ist ein Holzdurchsatz. Ich weiß nicht, was soll ich sonst machen, ne? Oh, Riesenskelett ist das Schlimmste, was es gibt für einen Goldmisch-Spieler. Also Riesenskelett und auch noch Inferno-Turm. Also Riesenskelett halt gegen Backup. Und Inferno schon halt gegen die Gole. So lächerlich. Reicht das dieses Mal? Nee, oder? Wir gehen rein, wir gehen rein. Komm. Was hat er, was hat er, was hat er? Was? Er frostet? Was jetzt, was jetzt? Oh mein Gott, hä? Okay, das war gut für uns. Sehr gut sogar. Hä? Eigentlich hatte er gerade gefühlt gewonnen, aber... Okay, krass. Weiter geht's. Magier war schlecht. Sehr gut. Jetzt können wir direkt einen Golem bringen. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Wahrscheinlich war er überfordert und wusste nicht, was er machen soll. Ich meine, die Lakaien oder wäre sofort weggestorben. Jetzt können wir hier ein Holz bringen. Reicht das? Ja. Holz vielleicht in die Ecke. Reicht das? Wunderbar. Es geht auf den... Oh mein Gott. Das ist perfekt. Das ist so perfekt. Jetzt können wir reingehen. Babytrache für die Skami, für die Minion-Horde, meine ich. Da kommt sie. Jetzt müssen wir ihn haben. Jetzt müssen wir ihn haben. Als ob wir das gewinnen. Doch, wir haben es natürlich. Der muss den Turm noch kriegen. Oh. Vier Siege in Folge, glaube ich, oder? Vier Siege in Folge. Wir gewinnen das Ganze hier mit 2-0. Das war ein saukomischer Gegner. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und damit haben wir jetzt hier noch die 4400 Pokale auch auf dem Patreon-Account geschafft. Sehr nice. Und kriegen damit, genau, wir kriegen noch 2000 Gold, kriegen noch die Kronentruhe und werden dann nur noch 150, nicht 120 Pokale entfernt von der legendären Truhe. Öffnen auch gerade die Kronentruhe schnell. Kriegen wahrscheinlich eher nichts drauf. Oh mein Gott, nein! Oh, was? Okay, das ist noch ein heftiger Abschluss für die Folge. Was? Es war so eine ganz entspannte Folge und dann passiert noch sowas zum Abschluss. Wie geil. Okay, wir... Oh mein Gott. Elektromagie leider, egal, trotzdem. War es einfach nur eine legendäre, egal. Okay, würde ich sagen, wir hoffen auf krasse Osterangebote. Wir haben 189 Euro Budget, also wird sich wieder auffüllen. Wir haben verdammt viel Geld übrig, was wir noch ausgeben können als Budget. Und ich hoffe einfach, dass wir wirklich fette Osterangebote bekommen oder sonst irgendwie Angebote mal. Und ich würde sagen, ja, soviel zur heutigen Folge. Das war jetzt wirklich krass und jo, ciao.